Panorama mit Carina Rother. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um den ehemaligen Schreibwarenhersteller SDI Corporation und wie er es geschafft hat, ein wichtiger Lieferant für den Elektroautohersteller Tesla zu werden. Chen Weide, Präsident des ehemaligen Schreibwarengiganten SDI Corporation in Zhanghua, hat sich einen neuen Tesla gekauft. Andere kaufen sich vielleicht einen Tesla, weil er in ist oder weil er gut für die Umwelt ist. Aber Chen hat eine weitere Motivation. In einem Tesla befinden sich 1200 Leiterrahmen. Ich habe fast die Hälfte davon hergestellt, sagt er mit einem Lächeln. Also habe ich einen gekauft, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. SDI blickt auf eine fast 70-jährige Geschichte zurück. Am Anfang war das Unternehmen vor allem für Büromaterial bekannt. Aber jetzt ist es viel mehr als nur ein Schreibwarengigant, sondern mit einem Marktanteil von über 15% weltweit führend auf dem Markt für Leistungshalbleiter Leiterrahmen. So kann man Leiterrahmen von SDI nicht nur in Elektrofahrzeugen finden, sondern in allen möglichen Geräten von Dyson-Haartrocknern, 5G-Basisstationen bis hin zu Geräten in der Verteidigungsindustrie. Wo es Elektrizität gibt, gibt es fast immer Leistungshalbleiter. Und Leiterrahmen sind die Metallstrukturen, die als Medium zwischen dem Chip und der Leiterplatte fungieren. In den letzten Jahren haben Elektroautos fast die Hälfte des Halbleitergeschäfts von SDI ausgemacht. Es ist de facto Teil der Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Obwohl der Handelskrieg im vergangenen Jahr seine Einnahmen um 15% schrumpfen ließ, ist SDI hinsichtlich des Automarktes immer noch optimistisch. So hat das Unternehmen angekündigt, dass man neue, intelligente Fabriken in den zentral-taiwanischen Orten Nantou und Zhanghua bauen wolle. Während er über die Pläne für die Zukunft spricht, zeigt Chen auf eine jahrzehntealte zweistöckige Fabrik mit verblichenen Steinmauern. Dieser werde Teil der neuen Investition von SDI sein und soll zu einem brandneuen fünfstöckigen Werk werden. In der Zeit von Chens Großvater war dieser alte Ort mit Geräten gefüllt, die die berühmten Bürohefter von SDI, die in die ganze Welt exportiert wurden, herstellten. Wenn man in das Innere eines Bürohefters schaut, ist von den Heftklammern über den Druck bis hin zu den Metallstangen alles aus gestanztem Metall. Wie man diese Hefter präzise entwirft und herstellt, daran liegt das handwerkliche Können dieser alten Fabriken. Ein Fehler von nur einem Millimeter führt zu gestauten Heftklammern. Führt zu gestauten Heftklammern und einem gebrochenen Hefter. Präzision beeinträchtigt die Haltbarkeit und das Benutzererlebnis ihres Hefters. Wir sind also sehr gut im Biegen dieser hochgradig kundenspezifischen Produkte, erklärt Chen und fügt an, das ist unser Erbe. Im Wesentlichen entstehen die winzigen Dellen und Lücken in der Metallstruktur des Leiterrahmens ebenfalls durch Biegen. Der Unterschied besteht darin, dass dies ein Höchstmaß an präziser Metallstandstechnologie erfordert. Der erforderliche Präzisionsgrad ist mehr als 10-mal so hoch wie bei der Herstellung von Heftgeräten. Als Chens Vater das Unternehmen vor Jahren übernahm, wollte er das Fachwissen in den Bereichen Formenbau, Präzisionsstanzen und Galvanik, das sich in den Jahren der Herstellung von Schreibwaren angesammelt hatte, nutzen und auf die Herstellung von Leiterrahmen umlenken. Zunächst begann SDI mit dem Verkauf an Unternehmen der Unterhaltungselektronik. Schließlich trat es in die Versorgungskette von Industrien mit höherer Wertschöpfung ein, wie zum Beispiel die Automobil- und Industrieproduktion. Für Produkte der Unterhaltungselektronik werden in großem Umfang Leiterrahmen verwendet. Da die Spezifikationen festgelegt sind, ist die Wertschöpfung viel geringer. Aber bei der Automobil- und der industriellen Fertigung ist das anders. Leiterrahmen im Inneren eines Autos müssen häufigen Vibrationen während der Fahrt und drastischen Änderungen der Innentemperatur standhalten. Die Anforderungen des Kunden an Präzision
Zuverlässigkeit und Leitfähigkeit sind ebenfalls viel höher als die Anforderungen an die in Computern oder Geräten verwendeten Leiterrahmen. Huang Zunmin, Analyst für TrendForce, stellt fest, dass die strukturelle Konstruktion von Leiterrahmen entsprechend angepasst werden müssten, da die Größe der an die Automobilindustrie verkauften Leistungshalbleiter immer kleiner wird. Obwohl es die Leiterrahmenindustrie schon seit langem gibt, schlage Taiwan China immer noch, wenn es um kundenspezifische Anpassungen ginge. Darin liege Taiwans Vorteil. Im Jahr 2017 wurde SDI vom Leistungshalbleiterriesen Infineon als bester Anbieter ausgezeichnet. Wissen Sie, wie viel Zeit zwischen meinem ersten Besuch bei Ihnen und jetzt, wo Sie uns als Best of the Best ausgezeichnet haben, vergangen ist? Fragte Chen. 15 Jahre. In der Automobilindustrie braucht Qualität Zeit. Man muss sich hinhocken und langfristig agieren. Selbstfahrende Autos sind jetzt der letzte Schrei. Aber SDI hatte bereits vor einem Jahrzehnt mit den Vorbereitungen begonnen. Im Jahr 2009 fragte ein europäischer Kunde nach einer besonderen Art von Leiterrahmen. Die vorgeschlagene Nutzungsrate betrug nur 3 Tage im Monat und sie wollten eine Produktionslinie ganz für sich allein. Das Rohmaterial war teuer und die Kapitalrendite war miserabel. Doch Chen stimmte vor Ort zu, denn der Kunde sagte ihm, das ist für Autobremssysteme. Chen meinte, die Herstellung von Autobremskomponenten sei gleichbedeutend damit gewesen, einen Fuß in die Tür der autonomen Fahrzeugindustrie zu bekommen. Die Erfahrung in der Anpassung an Kundenwünsche ist der Grund, warum Chen nie davor zurückschreckt, neue Spezifikationen in Angriff zu nehmen. In den nächsten 5 Jahren werden Elektroautos in hohem Maß kundenspezifisch gestaltet werden, sagt er. Ein Beispiel sind 2 Leiterrahmen, die SDI an ST Microelectronics verkaufte. Sie wurden schließlich in den Energiemanagementsystemen von Elektrofahrzeugen 2 verschiedener Automarken verwendet. Der winzige Unterschied wird darüber entscheiden, welche Marke sich durchsetzen wird. Der Leiterrahmen ist so winzig, dass der Grad der Abweichung feiner ist als 1/10 Haarsträhne. Dennoch hängt die Batterielebensdauer des Elektrofahrzeugs davon ab. Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme werden zum Standardpaket in jedem neuen Auto. Der Strom fließt durch das gesamte Fahrzeug von den Scheinwerfern bis zum Rückspiegel. Wie Kapillare im menschlichen Körper sind Leistungshalbleiter und Leiterrahmen allgegenwärtig. Ein weiteres Beispiel ist eine spezielle Art von Leiterrahmen, die SDI gemeinsam mit einem Kunden entwickelt hat, der in Scheinwerfersensoren verwendet wird, sodass die Lampen bei der Bewegung des Fahrzeugs automatisch Anpassungen vornehmen. Künftig wird das gesamte Modul des Autos miteinander verbunden sein. Laut Chen werden die Produkte von SDI, sobald sie zertifiziert sind, einen Platz in der Lieferkette haben und sie werden weiterhin gemeinsam mit ihren Automobilkunden neue Produkte finden. Mehr als bei konventionellen Automobilen müssen Hersteller, die an Marken von Elektrofahrzeugen verkaufen, direkt mit ihren Kunden interagieren. Der Grund: Autos in der Vergangenheit können 10 Jahre lang unverändert bleiben. Aber jetzt bringt jedes Jahr neue Spezifikationen, sagte Chen. Dabei weist er auf einen weiteren speziellen Leiterrahmen hin. Dies sei eine der geheimen Komponenten, die es Elektroautos ermöglichen, ihre Batterien in 1 Stunde oder weniger wieder aufzuladen. Es handelt sich um ein gesetzlich geschütztes Geheimnis, das ein großer Kunde noch nicht öffentlich gemacht habe. Die alte Fabrik von SDI in Zentral-Taiwan hat 3 Generationen hinter sich. Jetzt steht sie an der vordersten Front der neuesten revolutionären Elektrofahrzeugtechnologie. Das war das Wirtschaftsmagazin und Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 18. November 2020. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache für heute von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier.